Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ja, wir beschäftigen uns natürlich mit Elektromobilität, aber auch mit dem Strom, mit der Energie, die dahinter steckt. Dass wir schauen, dass wir beim Auto möglichst wenig verbrauchen, dass wir möglichst weit kommen, dass wir energiesparsam fahren. Wer kein Elektroauto hat oder beziehungsweise gerne mehr Tipps zum Energiesparen haben möchte, der sollte jetzt am besten dranbleiben. Hier geht es jetzt um die 5 Schritte zum Energiesparfuchs. Viel Spaß dabei! Jede Kilowattstunde, die wir nicht verbrauchen, die nicht erzeugt werden muss oder die umgewandelt wird, spart Energie, sie spart Strom, sie spart Geld, sie spart CO2. Und deswegen ist es so sinnvoll zu schauen, wo kann ich das noch optimieren. Beim Auto schauen wir auch, ne, welches ist das effizienteste Auto. Das war zum Beispiel für mich jetzt ein Beweggrund, zum Hyundai zu greifen, weil er einfach wirklich sehr, sehr effizient mit dem Strom umgeht, den er da bekommt. Wenn ihr jetzt kein Auto habt, ist es nicht so schlimm. Ihr könnt natürlich auch zu Hause damit anfangen. Die Tipps, die jetzt kommen, sind jetzt nicht, die habe ich mir jetzt nicht wahnsinnig neu einfallen lassen, die gibt es schon seit längerer Zeit. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass den Leuten das nochmal erklärt wird, dass nochmal gezeigt wird, wie einfach es geht, das für die Umwelt zu tun. Ja? Der erste Schritt wäre im Grunde schon, wenn ihr mal schaut, was ihr für einen Stromvertrag habt. Meine Empfehlung wäre, den wirklich jährlich zu erneuern. Es gibt dann immer von den Anbietern jährlich neue Bonis, die man dann mit reinnehmen kann. Im Grunde wird also der längere Zeit bei einem Stromanbieter bleibt, eigentlich bestraft, weil er halt immer den normalen hohen Strompreis zahlt. Guckt, dass ihr in der Möglichkeit 12 Monate Laufzeit habt, also nicht unbedingt länger, es sei denn, es ist jetzt wirklich ein sehr, sehr attraktiver Preis. Schaut, dass ihr Ökostrom anklickt, ne, dass ihr dann auch möglichst weg vom Kohlestrom, weg vom Atomstrom. Auch das beschleunigt natürlich die Energiewende auf einem anderen Weg. Ne, wenn jetzt wirklich mehrere hunderttausend Leute den Stromvertrag auf Ökostrom umstellen, dann müssen sich die Stromerzeuger einiges einfallen lassen. Ja, in den Suchmaschinen gibt es dann nochmal regionalen Strom, den man auch nochmal wählen kann. Also da ist dann für jeden dementsprechend was mit bei. Ich habe das mal berechnet mit einem knapp 3-Personen-Haushalt mit 2500 Kilowattstunden im Jahr, lassen sich über 200 Euro alleine damit schon einsparen. Mit dem eingesparten Geld lässt sich auch wieder Strom sparen. Wenn ihr das Geld zum Beispiel in so einen Stromzähler investiert oder mittlerweile gibt es auch so eine Smart Home Steckdosen, nennen die sich, da kann ich nicht nur Geräte an- und ausschalten per App von überall, sondern ich kann halt auch sehen, welches Gerät wie viel Strom verbraucht. Die sind wirklich Gold wert, ne? Damit kann ich wirklich mal schauen und im Haushalt rumgucken, wo sind denn meine Stromfresser, ne? Wo kann ich am besten optimieren, weil darum geht es im Endeffekt. Ich möchte jetzt nicht dazu raten, dass ihr alles rausschmeißt, was ihr im Haushalt habt und gleich neu holt, sondern es geht also vielmehr darum, das zeige ich jetzt in meinem Haushalt auch mal, wie sich das so entwickelt, wenn jetzt Sachen kaputt gehen, dass man wirklich genau schaut, was kommt mir dann wieder ins Haus. Damit lässt sich tatsächlich wirklich sehr, sehr viel Strom einsparen. Einige von euch da draußen haben so ein bisschen ungläubig reagiert, als ich bei meinem Balkonmodul PV-Anlagen-Video gesagt habe, dass wir mit 4 Personen knapp 1000 Kilowattstunden im Jahr nur verbrauchen. Das ist also wirklich relativ wenig und kommt nur daher, dass wir wirklich, oder ich in dem speziellen Fall, sehr konsequent daran arbeiten. Das Geld, was dann über ist, das lässt sich dann halt noch in Glühbirnen zum Beispiel ummünzen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, da kann man auch ziemlich viel einsparen. Da ist es wichtig, dass ihr einfach mal guckt und schaut, was habt ihr dann für Glühbirnen dran. Ja? Selbst Energiesparlampen haben dann teilweise 20 bis 40 Watt noch, wo jetzt frühere normale Glühbirnen irgendwie um die 60 bis 100 hatten. Das ist also schon mal eine Einsparung. Die ihr jetzt hier zum Beispiel seht, das sind so eine LED-Fadenlampen. Die gibt es in 2, 4, 7 und 8 Watt. Das ist natürlich nochmal ein ziemlich krasser Verbrauch, den man da dann im negativen Sinne erzielen kann. Das ist jetzt schon ziemlich heftig. Bei meiner Mutter war das so, die hatte einen Kronleuchter, da waren locker mal 8 Glühbirnen drin mit 60 Watt. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das war ziemlich viel. Wir haben jetzt uns für ein Zwischending gewählt, wir haben jetzt da 4 Watt Birnen reingemacht und das ist ziemlich cool, was dabei rauskam. Also sie spart alleine dadurch schon Unmengen an Strom. Viele haben immer das Argument, ja, das ist ja irgendwie so ein komisches, hässliches Licht. Also mittlerweile ist es so, dass es diese Glühbirnen dann auch mit diesem warmen, weißen Licht gibt. Also nicht dieses knalle, weiße Licht, sondern die machen halt wirklich ein schönes, richtiges, leicht gelbliches Licht.
Besonders viel Stromverbrauch finden wir bei den Halogenlampen. Die haben viele Leute teilweise noch in den Küchen zum Beispiel drin. Das sind jetzt keine Halogenscheinwerfer mehr, aber wo man einfach es nicht erwartet, wo vielleicht am Tag relativ lange die Lampe leuchtet, dass man da mal nachschaut, was kann ich da noch optimieren. Auch bei den Schreibtischlampen oder Nachttischlampen ist es so, dass es die mittlerweile auch in LED gibt. Diese verbrauche ich zum Beispiel nur 3 Watt. Ne, wenn ich jetzt mal schaue, eine normale Halogenlampe hat locker mal 20 bis 40 Watt. Da kommt halt auch einiges zusammen. Die Lampen verbrauchen halt wirklich nur einen Bruchteil davon. Krassestes Beispiel war meine Mama, die hatte so einen Deckenfluter gehabt, also auch so eine Lampe, die meistens irgendwo hinterm Sofa irgendwo steht, das Licht direkt an die Decke wirft. Das Teil hatte tatsächlich 300 Watt und war nur dazu da, wenn meine Eltern nicht da waren, über eine Zeitschaltuhr ab und zu mal ein paar Stunden diese Lampen laufen zu lassen. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn die mit 300 Watt die ganze Zeit ballert, da kommt richtig was an Stromverbrauch zustande. Also da wirklich gucken, ruhig mal jedes Zimmer ablaufen, mal schauen, was steht denn auf den Glühbirnen drauf. Wie gesagt, wenn ihr da sondern Energiesparlampen drin habt, dann ist das schon mal eine ziemlich gute Sache. Wenn die mal kaputt gehen sollten, dann rüstet doch die gleich auf LED-Fadenlampen um, dann spart ihr nochmal mehr ein. Der Punkt 3 meiner Stromspartipps bezieht sich auf Elektrogeräte sämtlicher Art. Die meisten finden wir halt in der Küche, ne? Zum Beispiel der Kühlschrank. Da gibt es Modelle mittlerweile, die wirklich extremst wenig Strom verbrauchen. Teilweise mit irgendwelchen Lüftungsgeschichten drin, dass also wirklich alles schön gleichmäßig gekühlt wird und trotzdem wenig Energie benötigt wird. Zum einen sparen die halt immer eine ganze Menge ein, zum anderen sind die teilweise auch eine ganze Ecke leiser. Ja. Waschmaschine, genau das gleiche Thema. Ne? Wie gesagt, nicht austauschen, wenn jetzt eine da ist, aber einfach mal gucken, wenn die Sachen kaputt gehen, dass man nicht einfach irgendwie das nächstbeste Gerät kauft, sondern wirklich mal schaut, was gibt es denn da auf dem Markt. Man hat ja da diese Buchstaben. Also A sollte es schon sein. Mittlerweile gucke ich schon eher, dass es A irgendwie 2x plus oder 3x plus ist, einfach um dann möglichst viel irgendwie einzusparen. Die Geräte sind mittlerweile gar nicht mehr so wahnsinnig viel teurer als die anderen, aber gerade im Unterhalt sparen die nachher dann eine ganze Menge mehr ein. Ja, klar, Wasser, Kocher, Toaster, das sind so Sachen, die wirklich nur sehr, sehr kurz benutzt werden. Ne, wenn jetzt hier so ein Geschirrspüler irgendwie, weiß nicht, alle jeden Tag mindestens einmal läuft, dann kommt da doch schon einiges zusammen. So ein Strommessgerät ist wirklich Gold wert und kann euch die Stromfresser im Haushalt wunderbar anzeigen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mal eins zwischen Steckdose und Netzteil vom Laptop geschaltet. Das sind jetzt hier also 11, 12 Watt, das ist also durchaus erträglich. Wo es Sinn macht, mal zu schauen bei den Geräten, wo man jetzt nicht so unbedingt rankommt. Also vielleicht, wenn ihr noch eine alte Tiefkühltruhe habt oder einen alten Kühlschrank, einfach mal dazwischen hängen, mal schauen. Der speichert auch den Verbrauch über, weiß nicht, 24 Stunden. Ja, dann kann man sich das runterrechnen. Das haut also ziemlich gut hin. Und da kann man halt den einen oder anderen Stromverbraucher, Stromfresser ausfindig machen und kann dann überlegen, ob vielleicht der Stromverbrauch übers Jahr gesehen nicht teurer ist, als vielleicht wirklich mal einmalig ein Neugerät zu holen und ja, dann den Strom einzusparen. Relativ sicher ist, der Strom wird nicht günstiger. Insofern lohnt sich das nach hinten raus dann eher noch mehr als jetzt schon. Stromspartipp Nummer 4. Holt euch so ein paar Steckdosen, die ihr dann über eine Fernbedienung an- und ausschalten könnt. Mittlerweile gibt es auch schon ganz smarte Geschichten, auch was ich anfangs gezeigt habe, diese Smart Home Steckdosen, wo ich dann sogar mit Handy-App dann die Zeiten programmieren kann, wann die aus- und eingeschaltet sein sollen. Hintergrund ist der, wir können ja also mit relativ wenig Geld den laufenden Stromverbrauch, also sprich diese ganzen Standby-Geräte, auf Null schalten. Das ist wichtig, also wenn wir zum Beispiel außer Haus gehen, wird die Steckdose einmal durchgerattert, wird alles ausgeschaltet, dass also wirklich kein Gerät, weder Laptop noch Fernseher noch DVD noch irgendwas anderes irgendwie Strom ziehen kann. Das ist also denkbar einfach, ne? Die Steckdose wird einfach da installiert, wo der Strom abgenommen wird und dann habe ich halt dann die Möglichkeit, über diese Steckdose den Strom an- oder auszuschalten. Auch hier, klar, sicherlich die meisten Geräte haben bloß noch 2, 3, 4, 5 Watt Standby-Strombetrieb. Dann habe ich vielleicht 7, 8 Geräte, summiert sich das trotzdem über den Tag und über die Stunden und über die Nächte vor allem dann auch zusammen. In diesem Fall auch hier, das ein wirklich sehr effektives Mittel, um Strom einzusparen. Und mit Punkt 5 sind wir auch am interessantesten Punkt der Stromherstellung. Ihr könnt selber Strom herstellen. Der Julian hat es schon ein paar Mal gezeigt mit diesen Off-Grid-Anlagen, also sprich mit einem Speicher und einer kleinen Solarzelle, wo man dann einfach Strom den Tag über speichern kann, erzeugen kann und den dann abends über zum Aufladen von Tablets, von Handys nutzen kann.
auch das spart übers Jahr gesehen gut eine Menge Strom ein. Wer ja ein bisschen mehr Mut hat und sich ein bisschen was traut und vielleicht einen größeren Balkon hat, den er sogar nicht nutzt, oder eine Brüstung, die man bauen kann, für den macht es Sinn, sich dann auch größere Solarpaneele zu besorgen und den Strom dann über einen Wechselrichter direkt ins Strom- oder ins Wohnungsnetz einzuspeisen. Da müsst ihr allerdings aufpassen, dass es nach Möglichkeit ja, abgeklärt ist mit dem Strombetreiber, mit der Hausverwaltung, dass ihr da dann also nicht Ärger bekommt, wenn ihr die Sachen schon dazustehen habt und anschließen wollt. An sich wird das aber auch immer gesellschaftstauglicher. Das heißt also, die Zukunft gehört auch den Balkonmodulen. Wenn jeder seinen Prozentsatz mit reinbringt, wir waren zum Beispiel bei der letzten Wohnung, hatten wir glaube ich knapp 15% Strom, den wir selber erzeugt haben. Das ist dann schon ziemlich heavy. Und wenn das jeder machen würde, dann haben wir wirklich den Strom da erzeugt, wo er auch verbraucht wird. Das waren sie auch schon, meine 5 Stromspartipps. Wenn ihr noch mehr Spartipps habt, dann schreibt die gerne unter die Kommentare. Lasst ein Abo da für den Kanal, macht die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn von unserer Interessengemeinschaft Elektromobilität neue Videos rauskommen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.